So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit unserem ersten Spiel auf internationaler Bühne. Herzlich willkommen zur Champions League zum Auftakt bei Fenerbahce Istanbul. Wir sehen gerade die Megagruppe mit Real, mit Neapel und eben halt mit Fenerbahce Istanbul, genau. Die wollen wir heute schlagen oder zumindest einen von den beiden. Ich denke mal, Real wird eine Hausnummer werden. Aber mal gucken. Wir treffen heute auf das Team. Und dass es sehr wahrscheinlich im direkten Duell gegen Platz um Platz 3 geht. Aber wie gesagt, mal schauen. Ich muss tief stapeln, weil es ist natürlich das kleine Bayreuth in der Champions League. So, gucken wir mal gerade nach. Wir haben noch ein Angebot für Fischer bekommen. Warte mal. Nee, haben wir nicht bekommen. Wir haben Spieler, zwei Spieler, die nochmal was sagen wollen. So. So, einmal das. Und einmal das. So, gut. Gehen wir rein ins Match, würde ich sagen. Nee, nach diesem 4:2 in Dortmund treffen wir heute in der Champions League auf Fenerbahce auswärts und danach geht's gegen den Tabellenführer aus München. Vorsehen und eine Calcio. Möchte ich gerade. Warte mal, ich muss mal kurz verhandeln. Die wollen ihn natürlich leihen mit Kaufoption. Ich möchte gerne diese Kaufoption rausnehmen und sagen, 2 Jahre, komm, nimmt. Eine Leihe ohne Kaufoption? Ja, dann nicht. Ihr wollt natürlich die Kaufoption haben. Ne, möchte ich nicht. Ungern. Ich gebe ungern Spieler ab. So, gucken wir mal gerade, was noch jetzt gemeckert wird. Ich denke mal drüber nach. Aber eigentlich ist nur Wohr da vorne Stammspieler. So, gehen wir rein ins Match. Wir nehmen die Pressekonferenz raus. Ich brauche keine Interviews, ich brauche die Pressekonferenz nicht, möchte ich jetzt nicht. Sondern wir gehen rein ins Match. Oh, wir haben ein bisschen beangeschlagene Spieler. Das heißt, ich werde doch ein bisschen rotieren müssen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. So, gucken wir mal. Gerade vielleicht mal Ulrich dafür auf die linke Seite und Piri. So, und Mantel darf mal von Beginn an ran. Ja, ich denke mal, das passt so. Katze kriegt 5 Minuten gerade. So raus. Ja, soll ich mal raus. So. Katze rein, Katze raus, wie auch immer. Egal. So, drittes Spiel heute. Jetzt bei Fenerbahce Istanbul. Beide wollen gut einsteigen in die diesjährige UEFA Champions League. Beide wollen den optimalen Start. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel heute Abend und Sie sehen es ja, das Wetter hier ist richtig gut. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Könnte heute ein klasse Spiel werden, Buschi. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten. Richtig. Müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Und dann auch noch auswärts in Istanbul. Man kennt die Fans. Man kennt sogar die Fans von, also klar, Fenerbahce, Galatasaray, Beşiktaş, die allgemein tun sich nichts. Und ich habe Galatasaray zum Beispiel mal in einem Heimspiel erlebt. Die sind schon extrem laut. Und ich glaube, auch da tut sich Fenerbahce nichts. Also laut, fanatisch auf jeden Fall. Man kennt's. Die wissen, die werden ihre Mannschaft auf jeden Fall bedingungslos anfeuern. Und wir wollen natürlich schauen, dass wir heute ja, was hier in Istanbul irgendwas holen. Ist enormen Druck aufzubauen. Und das macht sie so erfolgreich. Damit kannst du jedem Gegner dein Spiel aufzwingen, aber du bist natürlich auch anfällig. Darfst nie abschalten.
Batshuayi, Berisha, Moore, Umtiti, Kavici. Das sind so Spiele, die man eigentlich kennt, die man so ein bisschen kennt. Das wird eine Hausnummer werden, definitiv. Hier heute irgendwas mitzunehmen. Wir mussten ein bisschen rotieren, weil, wie gesagt, im nächsten Spiel stehen auch die Bayern noch an. Wir haben mehrere Neuzugänge, neue Spieler. Aufstellung der Gäste. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann. Ja, Andrade heute in der Startelf. Novoa und Moukoko heute dabei. Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. So, mal gucken, ob wir hier auch was holen. Lass uns heute das Spiel irgendwie bestehen, halbwegs gut bestehen, nicht am besten nicht verlieren, das wäre ein Punkt, würde ich schon feiern. Aber vielleicht auch mehr. Fischer erstmal. Da kommt die Flanke. Ja! Unglaubliches Tor. Da setzt sie sich durch und dann kommt dieser Flugkopfball. Vierte Minute, Bayreuth für den Istanbul. Lauin Ulrich. Da ist die Entstehung dieses Treffers. Sie bringen zunächst den Ball rein und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Yes! 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 So kann man schon mal in ein wichtiges Überlebensmatch starten, um halt international irgendwie zu überstehen. Da muss er hin und holt sich den Ball. Moukoko. Youssoufa Moukoko. Der sich immer wieder reingesetzt hat, auch wieder seine Tore gemacht. Auf den langen Pfosten jetzt. Ball kommt nicht sonderlich gefährlich. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Ja, für uns, weil wohl Handspiel wieder war. Aber da ruhig, kannst du mal laufen lassen. Das sowas. Sieht vielversprechend aus. Schiri. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Ah! Schade. Das ist die Moukoko, 2-0! Der Pass, stark gemacht! Der hat einen Lauf. Der hat einen Lauf. Das ist das vierte Tor, glaube ich, in Folge. Dritte oder vierte? So, hier die Wiederholung. Wir sehen den nachlässigen Befreiungsschlag. Halbherzig. Der kann den Ball ohne Probleme einfach annehmen und dann hämmert er den einfach mit dem rechten Fuß ins linke, ins lange Eck. Ja, dann müssen wir gucken, ob wir vielleicht den nach der Saison verpflichten. Ist ja erstmal nur für ein Jahr ausgeliehen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Vielleicht für die Zukunft. Also, Fakt ist, dass Moukoko trifft. Und man. Jetzt... Warum lassen wir das da laufen? Mante. Mit seinem Bayreuth-Debüt heute. Und dann in der Champions League auch noch. Sie sind frei durch. Da müssen sie mehr draus machen. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Berisha und Mante. Klasse vom Torwart. Ah, schade. Sie müssen den Ball abgeben. Da kommt der Freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Also so kann man erstmal in ein Match starten. Schöner Steilpass. Langer Ball auf Batshuayi. Da ist er. Mixer. Da. Er steht gut. Schön, Mats. Und holt sich den Ball. No.
Novoa. Heute mal Aubameyang auf der Bank eigentlich. Natürlich klar, nur gefordert der Stammspieler, aber Moukoko macht seine Sache momentan immer wieder gut. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Moa. Er sucht die entscheidende Lücke. Und 2-1. Sie brauchen noch einen Treffer, dann haben sie den Ausgleich. Hier sehen wir doch mal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst die Flanke und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz... Ja, viel zu einfach da durchmarschieren lassen. Güller. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Alleine Mohr, der darf da schon nicht durchmarschieren, durchspazieren. Er trifft. Er erhöht die Führung auf 2 Tore. Yes. 3-1. Direkt mal die Paste haben wir dazugegeben. Ein bisschen höher und das Ding klatscht an die Latte. Aber so, hier sehen wir es nochmal. Genau das Gleiche. Einfach durchlaufen lassen. Gehen greift keiner an und dann macht er, sagt er, okay, dann machen wir einfach mal kurz das Tor. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. 3-1 heißt es also jetzt. Ja, was heißt, das könnte gewesen sein. Lass mal so ein Ding. Grandioser Auftritt bislang. Im Großen und Ganzen eigentlich ohne echte Schwächen. Sie sind gut drauf. Gefällt mir richtig gut, was Sie hier machen. In Dortmund haben wir ja auch 3-1 geführt zur Pause. Okay, solche Geräte sollte man lassen. Weil sowas kann auch mal. Ah, da, der Torschütze. Batshuayi. Setzt sich durch. Schönes Dribbling. Ja, zu einfach dadurch. Dafür Lides. Gehalten. Macht er gut. Die Ecke könnte die Chance zum Anschlusstreffer sein. Die Fans stehen weiter hinter dem Team. Flanke geht in den Strafraum. Tempo. War dann doch zu halbherzig. Vielleicht doch nochmal den Angriff. Lässt der Schiri noch laufen. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Erster Angriff. Und dann wird wahrscheinlich abgepfiffen. Ja. Und das ist der Pause in diesem Spiel. 3-1 für Bayreuth zur Pause. Ein gutes Spiel bis hierhin von Michi Batshuayi. Er hat heute Probleme, sich in Szene zu setzen. Sehen wir ja auch eingeblendet. Da kommt viel zu wenig. Auch deshalb liegen sie hier zurück. Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Da kommt die Flanke. So. Unglaubliches Tor. Auf jeden Fall haben wir erstmal die Aufgabe. Gucken wir kurz auf die Parallelergebnisse. Real Napoli 0-0. Und dann sogar Tabellenführer in der Gruppe. Gut, das ist der erste Spieltag. Also die direkten Duelle kommen ja noch. Aber das ist zumindest mal ein Statement erstmal. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Wie gesagt, es wäre wichtig. Ulrich. Ja, Ulrich dachte jetzt mal gerade... Flanke, das ist rein. Meiner! Defensiv machen sie es gut. Aber schöne Flanke, kann gute Idee. Erst mal klären. Ja, scheiße. Kommt da nicht durch. Gustavo. Güler. Gustavo, Batshuayi, oder? Die Spekulation, ob er bleibt oder nicht, die sind beendet. Er hat sich entschieden, er wird den Verein wechseln und sich einer neuen Aufgabe stellen. Dem steht eine tolle Zukunft bevor. Das sehen alle Experten so. Kannst du fragen, wen du willst. Das wird ein Star. So, wir gehen kurz ins Studio. Im Stadio Santiago Bernabeu hat sich was getan, nämlich ein Tor. Wir haben hier das erste Tor für Real Madrid. Ja, Daniel gut. Marlen hat das Tor erzielt. Mit einem wunderbaren Weitschuss kann er den Torhüter da überwinden. Schiri. Den Angriff unterbindet er, aber ich vermute, das gibt Gelb. Mindestens Gelb, also Rot. Moukoko war schon in Richtung Tor unterwegs. Das ist ja nicht durchgehen, gelb. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Ja,
Ja, Mokoko, der wäre durchgemarschiert. Berisha, der hat nichts auf die Ketten bekommen. Warte mal, ich will... Quatsch, mir Mokoko nichts auf die Ketten bekommen. Wegen, ja. So, Ab darf jetzt mal spielen. Ja, ich muss halt ein bisschen aufpassen jetzt. Ein bisschen durchrotieren. So, deswegen jetzt Ab kommen. Jetzt so, kommt hier der Wechsel. Nouveau. So. Ecke. Frage. Sterner. Ja, ich bräuchte Linksfuß, ne? Darf ich nicht? Okay. Moriba! Super! Oh, schönes Ding! Das war ein richtig schwieriger Ball. Ecke jetzt. Nächste Ecke kommt. Oder jetzt eine Ecke kommt. Ecke. Weiter gefährlich. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Der war verdeckt, der Ball. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Schimmert. Ah. Und Stoffelides. Abschluss. Einfach für den Torhüter. Diese Infos im Studio mussten wir leider unterbrechen. Real Madrid hat getroffen. Sie gehen 1:0 in Führung. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Die Chance jetzt. 4-1. Wieder machen sie das Tor. Wieder setzen sie sich entscheidend durch. Führung nun also 3 Tore. Das kann am Ende nochmal... Tja, sie können zunächst klären. Wir sind hier nochmal in der Wiederholung. Aber das ist nicht konsequent genug. Und dann fällt fast als logische Konsequenz doch der Treffer. Wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Also Fiete haben auch mit, klar, die werden alle hier, treffen alle hier mit ihrem ersten Champions League Spiel. Batshuayi. Piri. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. 20 Minuten vor dem Ende mit 3 Toren Vorsprung beim direkten Kontrahenten um Platz 3 zu führen. Chimiavila. Boah. Er verhindert, dass es da richtig gefährlich wird. Es gibt ein Tor im Estadio Santiago Bernabéu. Moment, wir haben hier den zweiten Treffer für Real Madrid. Ist leider... Der Schütze ist Vinicius Junior. Da hat er einen wunderbaren Volley gebracht. Ein Schuss wie ein Strich, der war unhaltbar. Ja, der Vinicius. Neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt aber nach wie vor, wir sind Tabellenführer der Gruppe. Dankeschön für diese Infos. Nimm Titi. Irfan Can Kaveci. Ja, geht da irgendwann was mit? Nö. Gut, einfach zu einfach. Da wäre Platz für den Konter. Ab. Ab. Die Chance jetzt. Ah. Er ist zur Stelle. Kann man netter, vielleicht ein bisschen besser angehen können, die Sache. Ja, nichts da. 6 Minuten sind noch zu gehen. Oh, Ballverlust. Fischer. Moukoko. Sterner. Da ist jetzt Platz. Jetzt die Flanke. Nicht das Tor. Unglaublich. Und man verhindert noch das Tor.
Ja, jedes einzelne Tor, auch dieser 4:1-Sieg, der kann durchaus was am Ende. Ja, wenn man am Ende nochmal auf die Abrechnung vielleicht guckt, vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig werden. Vielleicht kann es am Ende nochmal richtig nochmal wichtig werden. So, viel Wechsel kann ich nicht, aber ich werde jetzt nochmal 4 Auswechslungen ziehen. Man hat einfach mal ein bisschen rotiert. Es hat gefruchtet. Ecke kommt in die Mitte. Und das ist nochmal ein Klärungsversuch. Ja. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Ja, viel wird da jetzt nicht mehr passieren. Ende. So, wir hören den Schluss. Spiel 1 ist vorbei und sie haben es geschafft. Sie haben diese Partie gewonnen. Und ich glaube, mit dieser Leistung können sie durchaus eine Menge erreichen. Ist ja immer sehr, sehr wichtig, dass du in der UEFA Champions League gleich von Beginn an Leistung zeigst. Es ist ein enger Wettbewerb. Es ist immer in jeder Partie intensiv. Ganz starke Leistung in diesem Spiel. Spitze Reiter. Hey. Also hey. Überragend. Real, glaube ich, nur 2:1 gewonnen hat und wir 4:1 sind die Tabellenführer der Gruppe. Es ist der erste Spieltag, aber es ist ein ganz wichtiger Sieg, weil es ist das direkte Duell um wahrscheinlich Platz 3. Je nachdem, wie Fenerbahce und Neapel sich duellieren. Real, wie gesagt, wird wahrscheinlich eine Nummer zu hoch sein für uns, aber... Was? Jetzt bringen sie die Flanke rein. Mal schauen. So, nächster Gegner ist der große FC Bayern München. Wir haben jetzt 3 Siege in Folge. Nach diesen 2 Unentschieden zum Auftakt wollen wir heute gegen die Bayern Ligasieg Nummer 3 holen. Achso, das sind die... Jetzt vergesse ich immer wieder, dass das die Links sind. Dass das Spielerchats sind, die wir haben. So, Mokoko. Nein, bist du nicht. Fantastische Leistung, auf jeden Fall. So, gut. Im nächsten Duell, wie gesagt, der FC Bayern. Wir sind jetzt aktuell momentan auf Platz 4. Sind wieder voll im Soll. Ja, wie gesagt, mit dem Sieg wären wir dran an den Bayern. Dann wären nämlich Leipzig Tabellenführer sogar, wenn sie gewinnen würden, ihr Duell. Ich bin nämlich in Düsseldorf. Aber wir wollen uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren und hoffen, dass wir die Bayern heute die erste Niederlage beibringen können. Und ob wir das schaffen, sehen wir dann in der nächsten Folge.